Hey Leute, hier ist wieder euer schwer beschäftigter Isildur. Und nun ja, wir haben letztes Mal hier aufgehört und gehen direkt mal auf die Tribüne. Und ausnahmsweise habe ich den Ladebildschirm auch gar nicht übersprungen davor, denn ich habe genügend zum Reden. Ich habe ja die letzten Tage auf meinem Blog, falls ihn überhaupt irgendjemand anschaut weiter, und auch auf YouTube beim Videolog gemeint, ich mache mich selbstständig und so weiter. Es funktioniert leider nicht so ganz, wie ich das möchte. Ich mache das also jetzt alles nur nebenbei, während ich meine Videos mache und arbeiten gehe und sonstiges. Was mich ziemlich eigentlich stört, aber okay, ich kann damit leben. Und meine allererste Amtshandlung, die ich gemacht habe, um geldlos zu werden, war im Prinzip mir eine schöne Bibliothek. Hübsch. Nimm mal mit, das sieht cool aus. Eine Bibliothek zu holen, um Geländeverformung zu vereinfachen, damit das Ganze auch ein bisschen schneller geht und ich dann nicht alles selber machen muss. Ja, egal. Und gleich die nächste war, mir einen Firmennamen zu suchen, der noch nicht vergeben ist, sowohl bei YouTube als auch als Domain. Das war wahnsinnig spannend, da so ziemlich alles weg ist, was irgendwie gut klingt. Aber es ging trotzdem noch irgendwie. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt bin ich momentan dabei, mir irgendwie da eine Homepage hochzupasteln und meinen Mail-Server. Oh, hübsch. Ja, meinen Mail-Server einzurichten und so weiter und so fort, um einfach mal den Grundstein zu legen, bevor ich überhaupt irgendwas an dem Spiel selber mache. Ist wahrscheinlich genau verkehrt rum, aber ich habe gerne immer die Bürokratie und alles hinter mir. Scheiße. Bevor ich irgendwas Sinnvolles da mache. Ja, du kannst mich mal. What the fuck? Ey, du bist schon längst weg. Hui. Na gut. Ups. Ich liebe mein Schild, denn das macht mich gegen Elementarangriffe immuner. Schnell weg da. So. Sehr schön. Nur dummerweise gab es in dem Moment keinen Angriff mehr. Ja, egal. Was soll da? Geh mal weg da. Verletzt dich noch. Muss über mich hier hoch. Was du denn jetzt von mir? Tö. Also wirklich. Na egal. Jedenfalls, nachdem ich dann irgendwann mal die ganze Bürokratie hinter mich habe und das Website zusammenbauen und so, was irgendwie ziemlich nervig ist auf meinem Server, da der manche Sachen nicht so richtig machen will, die er soll, wie das eben immer so ist, aber egal, jedenfalls sobald es dann ist, mache ich mich auch tatsächlich mal an das Spiel an sich. Ich habe ja auf meinem Blog im Prinzip schon gezeigt, was so diese Bibliothek, die ich mir gekauft habe, alles kann. Euch das Ding einfach mal verlinkt und sowas Tolles wird man dann auch im Spiel können, natürlich mit Werkzeugen und so weiter, aber wird grundsätzlich möglich sein und keine Angst, es wird kein Minecraft-Klon. Minecraft ist toll, so wie es ist. Es wird einfach ein anderes Spiel. Aber lassen wir uns doch einfach mal überraschen, in welche Richtung das geht, nicht wahr? Und mehr sage ich jetzt auch zu diesem Thema hier gar nicht mehr, denn was zum Henker? Na egal. Denn dazu mache ich einfach nochmal ein Videolog irgendwann. Ja, beraub mich meine Mana. Oh. Der sah aber nicht glücklich aus. Oh. Ja, nein, fast. Nein, Mist. Ja, na sag mal. Komm schon. Der will mich verarschen. Ist wohl ohne Witz? Geht doch. Nee. Schwierig, aber kriegt man los. Oh, den kann man auch schön verkaufen. Oh, und der sieht auch nicht übel aus. Ist ja besser als meiner. Auf jeden Fall ist er verdammt teuer. Nö, meiner ist wesentlich besser.
Okay, dann nehmen wir wieder unsere zweite Einhandwaffe in die Hand. Wo ist er denn? Da. Okay, und weiter geht's. Kleine FS-Lag. Na egal. Ja, mein Fußradar funktioniert mal wieder nicht. Oh, interessant. Kann ja auch gar nicht. Nicht? Fragezeichen. Wieso Frostatem? Warum macht er nicht? Hä? Hey, unerbittliche Macht und so. Nicht? Ja, dann mach halt gar nichts. Ist auch recht. Musst du ja auch nicht einfrieren oder so. Oh, er hat sie ihn, naja, nicht eingefroren, aber gefrostet. Vielleicht auch gefrustet, das weiß man noch nicht so genau. Ja. Wiegt mir zu viel dafür, dass es nichts bringt. Gib mir ein Wort der Macht. Na, was haben wir denn da? Sandzeit, achso. Ah ja, kann man ja immer mal gebrauchen. Hey, hi du. What the? Hey, wann jetzt? Könnt ihr mir mal meine Ausdauer in Ruhe lassen? Danke. Du frostest. Nein, du bist es nicht gewesen, der gefrostet hat. Das ist der da hinten, der frustet. Na gut. Oh, ich brauche meine Ausdauer noch. Lass sie mir bitte. Ach komm schon. Geh einfach sterben. Geht doch. Tja, ist echt. Dann hat er bloß 4 Gold dabei. Oder Knause. Was ist denn jetzt hier gerade? Moment, ich bin sofort wieder da. Okay, da ist er wieder. Ich glaube, der hatte gerade ein klitzekleines Problem mit meinem Entwicklungsprogramm. Also, dass das nebenbei noch lief. Aber macht ja nichts. Dafür kann man es ja ausschalten. Ui, dicke Flasche. Oh, tut mir leid. Ich bin schon mal vorgelaufen, ne? What the? Vita-Verwertung, das erinnert mich aber sowas von tierisch an diese Wolfskönigin Dätra, irgendwas, blablabla. Oh. Ja, macht nichts, das haben die Toten bei Herr der Ringe auch gesagt. Kann ich das Ding jetzt endlich anklicken? Ey, ich kann. Ich bin begeistert. Was ist, wenn ich den jetzt... jetzt unten oder oben? Ihr seid hier nicht. Oh, ey. Der gebannte Zauberer scheint tot zu sein. Ah, ne, da ist er. Hi, du. Oh, meine Ausdauer. Mann, ich kann mich nicht... What the? Neue Stufe, lalala. Benutzen wir das doch gleich mal. Ich brauche mehr Gesundheit. Wie immer halt. Schmiedekunst ist zwar ein bisschen höher, aber reicht noch nicht. Na, nehmen wir dich da. Halt. Aber Rüstungswert bringt mir ja nichts gegen Magie, richtig? Zerstörung? Gibt es da sowas wie Widerstand? Ha, eher nicht. Ungünstig, ungünstig. Magie-Immunität gibt's auch nicht. Dann da rein. Och. Ich komme hier gerade ziemlich verarscht vor. Ich kann mich nicht bewegen. Haben wir's jetzt, oder? Der endlose Schlaf. Auf uns alle.
Oh Mann. Ja. Moment, ne, da lade ich lieber nochmal neu. Und greife ihn lieber im Nahkampf an, anstatt versuchen, den wegzuschmeißen. Wir bleiben alle zusammen. Das war jetzt gerade irgendwie ziemlich mies und erbärmlich. Hä? Ihr bleibt alle zusammen? Du weißt schon, dass du alleine hier bist noch? Na egal. Okay, dann gehen wir mal ran. Diesmal etwas sinnvoller. Lauf. Ups. Oh, nette Truhe. Will ich habe. Na, geht wahrscheinlich nachher hoch oder so. Hm, dann laufen wir mal. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Derzeit können wir zumindest die eine Nervensäge hier noch umbringen. Speichern. Oh Mann, und das war jetzt so schwer. Blöder Sack. Na, du da? Aha. Wow. Ich bin ein Nahkämpfer, also. Ey. Oh wow. Auf damit. Du spinnst wohl. Sowas tut doch weh. Ich nehme doch lieber die Ausdauer. La la la, Ausdauer sammeln. Oh weh. So, ich brauche mehr Ausdauer. Hi Kumpel. Ey! Ey! Wieso ist eigentlich wieder Frost? Verdammt! Die verarscht mich voll! Kannst du jetzt mal stehen bleiben hier? Ey, achso. Ich habe Blitze noch nie gemacht. Ich sterbe. Ganz genau so. Stab des Magnus. Hey, da ist er ja. Kann man den verkaufen? Ja, kann man. Cool. Geld, etwas Knochen. Kann man verkaufen. So, ich darf jetzt hier raus, ja? Ja, ja, darf ich? Darf ich nicht. Dann oben lang. Sprung. Was haben wir denn da Feines? Geld? Brauchen wir nicht. Ui. Moment, die müssen doch jetzt schon standardmäßig besser sein als meine, oder? Was habe ich denn jetzt momentan an eigentlich? Gar nichts? Oh ne. Die ist ja noch besser. Die ist ja auf episch. Es tut mir leid, meine Freunde. Es tut mir so leid. Mir nicht. Deshalb gehen wir jetzt hier auch raus. Ui. Oh Gott, der redet der viel, ey. Ui, ui, ui. Hi. Ihr habt es also lebend dort hinaus geschafft. Ankano hatte recht. Ihr seid gefährlich. Ich weiß. Ich fürchte, ich muss euch diesen Stab nichts Persönliches. Ich habe aber keinen Streit mit dir. Ich fürchte schon. Na gut. Aber den haben wir erst beim nächsten Mal, meine Freunde, denn diese Episode ist vorbei. Bis dahin, tschüss.